Namaste und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin Steffi Aurora. Ich möchte heute für euch negative Muster, Programme und ja, was auch immer sich zeigen möchte, zum Thema Ego aufspüren und transformieren. Ja, ich wünsche dafür maximale Entspannung und ja, wir legen gleich los. Ich verbinde mich jetzt mit dem zukünftigen Teilnehmerkollektiv und bin gespannt auf das, was sich jetzt zeigen wird. Eine Angst lenkt mein Bewusstsein, meinen Blick, meine geistige Klarheit oder man kann auch sagen, die Sichtweise, zu der ich fähig bin, wird künstlich von einer Angst ja, auf einen Punkt gezogen, der sehr niedrig schwingend ist. Und dementsprechend verhalte ich mich natürlich auch, ich sag mal, verdreht. So, was kommt noch? Ein Trauma im Herzen wird jetzt gelöscht und dieses manipuliert den Verstand, ne, über Angst und wenn der Verstand Angst meldet, dann bin ich nicht mit mir selbst verbunden. Ich kann meine Intuition nicht wahrnehmen, also das, was ich tun sollte, kann nicht in mein Bewusstsein vordringen, sodass ich mich wieder entsprechend der Angst verhalten muss. Und ja, dementsprechend verursache ich etwas nicht so Gutes für mich und für meine Umwelt. So, es meldet sich ein energetisches Gestell, also eine energetische, ja wie metallisch wirkende Halterung im Rücken. Und dieses Teil ist ein Teil meiner, ich sag mal, Sklavenausrüstung. Und damit passe ich nicht durch jede Tür. Und ja, dieses Metallstück verursacht auch, dass ich die Erde, mich mit der Erde nicht verbunden fühlen kann, weil ein Magnet von oben diese Rüstung oder dieses Gerüst anzieht und ich schwebe so ja, einige Zentimeter über der Erde. Ich bin also nicht mit der Erde verbunden und damit nicht mit mir und der Kraft der Erde. Ne? Genau, wir brauchen die Erdverbindung, um in unserer Kraft zu sein. Und das ist an dieser Stelle gestört. Gut, wir transformieren.
Gut. Ein nächstes Feld, das ich zeige. Wir löschen eine Angst, die etwas mit Konfrontationsangst zu tun hat. Ich habe also Angst von vorn, was kommt auf mich zu? Kann ich damit umgehen? Wie werde ich gesehen? Kann ich stabil bleiben? Bin ich überhaupt so viel wert wie derjenige andere oder bin ich stark genug? Alles so, die sind so die Fragen, die mich in dieser Kleinheit halten. So, wir befreien an der Stelle diese Angst, die ich beschrieben habe. Dann das Selbstwertgefühl, das dadurch gestört wird, sowie das Halschakra, was ganz eng und trocken werden musste an dieser Stelle. Und noch mehr. Im Prinzip werden alle Schichten des Energiesystems befreit von diesem Thema, weil alles miteinander verwoben ist. Okay, wir gehen weiter zum nächsten Feld. Ein pulsierendes Energiefeld, das mich ständig in Schach hält, befindet sich auf dem Herzen, im Bereich des Halses, im Bereich der weiblichen Energie und es fordert ständig meine Aufmerksamkeit, zieht somit Energie von meinem Bewusstsein ab und dementsprechend bin ich nicht ich selbst, also ich werde von diesem Feld auch wieder wie gezwungen, meine Kraft zu verschenken oder zu verschwenden sogar. Weil dieses Energiefeld halt nichts mit mir zu tun, nicht wirklich, außer dass es in mir arbeitet, aber mehr habe ich nicht davon. Ja, und dadurch werden wieder Entscheidungen getroffen, die nicht im eigenen Sinne sind, weil Kraft oder eigene Kräfte subtil gefühlt nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb gehe ich immer wieder gerne in die Opferhaltung. So, was kommt noch? Wir löschen jetzt alte, sich ewig im Hamsterrad drehende Programme, die natürlich mit Angst zu tun haben. Das hat auch mit den Ahnen zu tun, das, was schon immer gedacht worden war und was uns in diesem Hamsterrad-Denken gehalten hatte, wird an der Stelle transformiert.
Damit befreien wir unsere Kraft, unser Selbstwertgefühl. Die Gedanken werden etwas ruhiger und ich bin mehr in der Lage, über den Tellerrand hinauszuschauen, Fragen zu stellen, ja, die ich noch nie gestellt hatte. Das traue ich mir jetzt und dadurch, dass ich andere Fragen stelle, kommen auch ganz neue, ganz andere Antworten als bisher zu mir. Also mein Bewusstsein erweitert sich und ich kann ja viel mehr und mehr im Detail auch die Dinge sehen und erkennen und sowie verstehen und ja, teilweise sogar erkennen, dass das alles gar nicht echt ist. Ja, dahin werden wir mehr und mehr kommen können. Sehr schön. So, wir transformieren. So, jetzt habe ich ja drei Felder, die ich nicht weiter beschreiben möchte. Es geht nur darum, sage ich mal nur, dass der Verstand loslassen darf von ja, Konstrukten, ne, die uns im alten Denken und in der alten Angst halten wollen. Und damit ja, bleiben wir natürlich auch im alten Verhalten haften. Männliche Gedanken, Konstrukte dürfen sich auflösen, Liebe darf einziehen und damit werde ich mehr und mehr zu Sanftmut und ja, Frieden. So, wir befreien jetzt das Herz von einem Trauma. Damit befreit sich auch wieder das Selbstwertgefühl, der Hals. Ich kann leichter mit den Dingen umgehen. Ich muss nicht mehr alles so ernst nehmen. Ich kann auch mal sagen, über das Angebot möchte ich noch nachdenken. Das heißt, ich brauche noch Zeit. Ja, das darf ich mich trauen. Ich muss nichts. Ich bin Chef von meinem Leben. Und ich muss mich von niemandem hetzen lassen und so weiter. Darum geht es jetzt. Ja, ich kann mehr in der Ruhe sein. Und
Ich darf jetzt in das Gefühl kommen. Nichts ist so eilig, dass ich meine Ruhe, meine innere Mitte verlassen muss. So, im Rücken meldet sich jetzt so eine Trigger-Energie und die möchte, dass ich immer sofort rede. Also jemand ist da und fragt mich was oder vielleicht fragt er mich nicht mal. Er ist nur da und spricht mit mir und ich habe den Impuls zu sprechen. Und das soll nicht mehr sein. Das habe ich nicht nötig, sozusagen, weil ich bin ab jetzt der Beobachter. Ich stehe da, ich bin da, ich beobachte und fühle und dann spricht meine Weisheit. Gut, was kommt noch? Jetzt löschen wir ein Energiefeld, das befindet sich in der weiblichen Energie und es gibt dort eine Verdrehung, die zu tun hat mit Neid und Missgunst. Ich habe das Bedürfnis, mich mit anderen zu vergleichen und das ist, ja, wirkt sich negativ auf mich aus, ne? Dann fühle ich mich schlecht, ich habe das Gefühl, ja, irgendwas kaufen zu müssen oder mich irgendwie anpassen zu müssen, ändern zu müssen und damit verliere ich mich selbst. Ja, du sollst dich nicht vergleichen, jeder ist einzigartig und besonders. Jetzt löschen wir ein Energiefeld, das uns dazu anhält, so antriggert, laut und aggressiv auf den Tisch zu hauen zum Beispiel. Und da befreien wir die männliche Energie an dieser Stelle von, ja, ich sag mal, von dieser Gewohnheit, das mit Aggressivität und Lautstärke halt Dinge umgesetzt werden müssen, weil es anders ja nicht gelernt worden war oder nicht erfahren worden war, dass es anders gehen könnte. An der Stelle darf also Liebesfähigkeit, Bewusstsein und Weisheit anstelle dieser, ne, was ich beschrieben hatte, dieser aggressiven Energie einfließen. So, wir transformieren. So, das kann weitergehen. Wir befreien jetzt das dritte Auge sowie das Halschakra von einem Blockadefeld.
Damit tritt mehr Bewusstsein in das ganze System ein. Nun geht es um die Löschung eines Energiefeldes, das uns schwach macht. Also so nach dem Motto, puh, das, was jetzt auf mich zukommt, ist mir zu hart und ich werde das eh nicht schaffen, weil ich, Punkt, 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 ne, das, was ich alles nicht kann, das zähle ich dann auf und dann, ja, gebe ich klein bei oder ich verzichte auf irgendwas. Also ich kann nicht auf mich eintreten, darum geht es. Nicht für mich eintreten. Genau, ich kann nicht für mich eintreten. So, also steh auf, mein Freund, und komm in deine Kraft, damit du für dich eintreten kannst. So, was kommt noch? In der weiblichen Energie befinden sich jetzt ganz viele Schreihälse und die stören mich, die stressen mich, die pushen mich. Ich muss immer zu tun und reagieren. Und weil diese Schreihälse, ja, die sind total laut und übertönen meine eigene Stimme. Und damit werde ich auch angetrieben, künstlich von dieser Lautstärke und von dieser nervigen, stressigen Energie, so dass ich, ja, wieder mal nicht das tue, was eigentlich mein Körper mir signalisieren möchte oder was er mir signalisiert, was ich jedoch nicht wahrnehmen kann, weil das andere zu laut ist. So, jetzt befreien wir die männliche Energie sowie das dritte Auge. Es geht im Grunde genommen darum, nicht mehr fühlen zu müssen, dass hier irgendwas hart ist. Ich bin hart, weil das Außen hart ist. Ja? So, das darf mal aufhören, damit wir in die Weichheit, in das Mitgefühl, in die Liebe, in die Sonne kommen können. Jeder für sich und dann das ganze Kollektiv. Jetzt zeigt sich wie ein Mikrofon in meinem Halschakra und dieses Mikrofon wird benutzt, um irgendwas nachzutröten. Ich rede etwas, was alle reden, oder ich spreche zu Leuten etwas, was ich sprechen soll. Und dieses Mikrofon wird jetzt gelöscht, damit dieses nicht authentische, nicht wahrhaftige, nicht
Ja, dieses Sprechen von nicht als Programmen eigentlich. Ich programmiere mit meinem Sprechen andere Menschen, merke dabei gar nicht, wie ich mir selber schade, weil ich, wenn ich andere belüge, belüge ich mich selbst. Wobei ich an der Stelle größtenteils nicht mal merken werde, dass ich lüge, weil ich nur nachplappere, ja? Wie ein Papagei, der das einfach nur lustig findet. Und der vielleicht an der Stelle sogar Geld dafür bekommt. Auf jeden Fall ist das, das Mikrofon werden wir jetzt löschen, sodass nur noch, möglichst nur noch, authentische, liebevolle Wahrheit über meine Lippen kommt. Gut, wir transformieren diese drei Felder. So, mal schauen, was jetzt kommt. Das sind wie so zwei Vakuumräume, die sich zeigen. Und diese befinden sich in meinem Energiefeld. Mehr in den feinstofflichen Bereichen. Im Rücken befinden sie sich. Und die bringen das Gefühl in mich hinein. Ja, wie soll ich sagen? Dass ich mit diesem Außen, wie soll ich das beschreiben, ungünstig verwoben bin. Also ich muss diesem, was mein Umfeld ist, so viel Kraft geben, wie ich nur habe, um mich selber am Leben fühlen zu können. Ja, interessant. So, und damit kommen natürlich ganz viele Fehlschlüsse, Fehlhandlungen, Fehlgedanken zum Tragen, die ich dann lebe. Ne? Ich kann mich mit der Wirklichkeit nicht wirklich verbinden. Ja, lustig mit den Worten. Das zu umschreiben ist nicht immer ganz einfach. So, ein weiteres Feld darf sich zeigen. Es gibt ein Wutfeld, das in bestimmten Situationen aktiv wird. Und dieses Wutfeld hat auch etwas mit also Angst vor dem Leben zu tun, beziehungsweise Existenzangst. Ja, ich kann dem Leben nicht trauen und deshalb bin ich permanent in Angst. Und manchmal ploppt auch noch diese Wut hoch, die mich dann so aggressiv, wie eine Rakete fühlt sich das an. Ja, ich bin die Rakete. Wenn sie angezündet wird, gehe ich hoch und weiß nicht, was dann passiert. Ich kann sozusagen für nichts garantieren. Und das muss nicht sein. Gut, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Feld.
So, jetzt meldet sich eine Angstfrequenz in der Wirbelsäule und diese verursacht Störungen, Blockierungen, Unbewusstheit in meinem Verstand. Und Hintergrund ist das Gefühl, ich kann den Schlüssel für mich selbst nicht finden. Ja, so als würde ich denken müssen, alle anderen, vielleicht nicht alle, aber viele, wissen, wer sie sind, was sie zu tun haben, wofür sie hier sind, nur ich nicht. Ja, sehr gut, dass wir das lösen dürfen. Ein weiteres Feld darf sich noch zeigen, bevor ich ablöse. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich zwei energetische Hörner auf dem Kopf habe und diese manipulieren meine Gedanken. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich in meiner männlichen Energie blockiert bin. Also das fühlt sich auch tatsächlich so an, in der rechten Körperhälfte. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin zu schwach und diese Programme, die mich manipulieren, verursachen, dass ich mich negativ, aggressiv und ja nicht naturgerecht, meiner Natur gerecht und auch allgemein der Natur des Lebens nicht gerecht verhalten kann, weil ich halt Angst habe, ne? Weil ich mich schwach fühle, weil ich allgemeine Angst habe und weil die Programme mich halt dementsprechend manipulieren. Ja, wir transformieren diese drei Felder. So, jetzt stellen wir uns mal noch vor, wie unsere Kellerräume, Untergeschosse, unterirdischen Gewölbe gereinigt werden. Da kommt jetzt ein großer Besen oder ganz viele große Besen, die kehren jetzt den ganzen Müll raus. Der Müll kommt in einen Container. Der Container wird sofort abgefahren. Dann lassen wir noch eine violette Energie hindurchwirbeln. Die violette Flamme nimmt alle weiteren energetischen, unharmonischen Felder weg. So, und jetzt kommt goldene Energie hinein in dieses Kellergewölbe. Und es fühlt sich wunderbar, leicht und hell, glitzernd an. Und dazu sprechen wir jetzt noch die Worte. Ich bin die goldene Gegenwart von Bewusstsein, von Mitgefühl und Sanftmut.
So, ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Alles Liebe und Gute. Und ach so, ja, wer Lust hat, mittwochs um 18 Uhr mache ich Zoom-Meeting-Veranstaltungen, in denen wir jeweils andere Themen auf diese Art und Weise lösen, ne, transformieren. Also fühle dich herzlich eingeladen, wenn dein Herz dich dazu ruft. Und jetzt nochmal alles Liebe und Gute für dich und bis zum nächsten Video. Deine Steffi Aurora.